So, als nächstes zeige ich euch jetzt noch die OBD1-Diagnose mit dem CRP-Mod3. Diese benötigen wir an älteren Fahrzeugen. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon mal angeschnitten, Vorbaujahr 2000. Da hatten wir keinen vereinheitlichten 16-Pol-Stecker, sondern wir hatten OBD1-Stecker und die waren bei jedem Hersteller andere. Und dafür haben wir einmal den BMW-Adapter, den hier. Der ist für ältere BMW-Modelle E36, E39 und sogar manche E30-Modelle. Und dann haben wir noch den OBD1-Adapter für ältere Mercedes-Modelle. Im Hintergrund könnt ihr jetzt hier einen BMW E36 sehen, den wir organisiert haben. Daran werde ich euch jetzt die OBD1-Diagnose zeigen. Ich zeige euch als erstes, wie man diesen OBD1-Stecker mit diesem Verlängerungskabel verbindet, mit diesem Adapterstecker. Und dieser geht dann von diesem OBD1-Stecker auf den 16-Pol-Adapter, von dem ich eben geredet habe, der jetzt bei allen Fahrzeugen vereinheitlicht ist seit der OBD2-Diagnose. Im nächsten Schritt zeige ich euch dann jetzt erstmal, wie wir den OBD1-Adapter verbinden. Dafür benötigen wir, wie gesagt, dieses Adapterkabel von dem OBD1-Adapter auf der Seite auf den OBD2-16-Pol-Adapter auf der anderen Seite. Dafür stecken wir ganz einfach das eine Ende in das andere Ende des OBD1-Adapters und schrauben dann die Schraubverbindung mit den Fingern fest. Und diesen können wir dann auch schon im Motorraum anbringen. Das zeige ich euch dann als nächstes. Wo sitzt der BMW-Adapter überhaupt im Motorraum bei den alten Modellen? Hier sehen wir jetzt den Motorraum von dem BMW E36 und meistens befindet sich der Stecker hier oben links im Motorraum. Dafür müssen wir einmal diese Abdeckung abschrauben. So, den klemmen wir jetzt hier einfach mal hinter dem Massekabel fest. Dann passt das auch. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt den Stecker, den OBD1-Stecker, hiermit verbinden. Da haben wir hier so eine kleine Ecke, so eine kleine Nut drin und darauf müssen wir halt achten beim Einstecken, dass der halt vernünftig sitzt. Das ist aber kein Problem, weil sonst lässt er sich einfach nicht einstecken. So passt das dann. So, im nächsten Schritt verbinden wir dann jetzt ganz normal wie gehabt, wie im Innenraum auch bei den meisten Fahrzeugen, einfach jetzt das OBD2-Kabel mit dem Adapterkabel. Und dann hören wir auch schon, dass das Bluetooth VCI piept und auch Spannungsversorgung hat. Also wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass der OBD1-Adapter bei BMW keine externe Spannungsversorgung benötigt. Das Gute hier dran ist jetzt noch, dass wir ein Bluetooth VCI haben. Das heißt, wir können jetzt auch ganz entspannt die Motorhaube zumachen, das vielleicht noch irgendwie mit dem Kabelbinder befestigen und auch ganz normal die Live-Daten aufnehmen, eine Probefahrt durchführen. Und ja, das ist wie gesagt nochmal ein sehr guter Vorteil von diesem kabellosen Bluetooth VCI. So, nachdem ich jetzt das Bluetooth VCI mit dem Fahrzeug über das OBD1-Adapterkabel und den OBD1-Adapter angeschlossen habe, habe ich noch die Zündung eingeschaltet und dann können wir auch schon mit der Diagnose beginnen. Dazu gehen wir wie gehabt hier oben links auf dem Startbildschirm auf Diagnose und wählen dann unseren BMW aus. Und dann verbindet sich wie immer auch schon das Bluetooth VCI mit dem Fahrzeug und mit dem CRP-Mod3. In dem Schritt drücken wir jetzt auf die automatische Suche. Das heißt, dadurch wird das Modell und der Hersteller auch wieder automatisch erkannt, beziehungsweise den Hersteller haben wir schon ausgewählt, also das Modell wird automatisch erkannt. Bei den alten BMWs ist es natürlich dadurch, dass das CAN-Bus-System viel älter ist, ist die Diagnose etwas langsamer als bei neueren Fahrzeugen, das muss man einfach dazu sagen. So, und jetzt haben wir hier auch schon die Fahrgestellnummer herausgefunden. Man sieht den Kilometerstand, den Entwicklungscode und die Modellbezeichnung mit dem Baudatum etc. Das sind da die Fahrzeuginformationen, die im Steuergerät hinterlegt sind. Hier können wir dann auf Schnelltest drücken und dann vorher halt auch alle Steuergeräte ausgelesen. Alle Steuergeräte werden auf Fehler untersucht und danach können wir uns einen großen Diagnosebericht anzeigen lassen. Natürlich hätten wir ja auch wieder auf System auswählen gehen können und einfach nur das ABS, Airbag-Steuergerät oder das Einspritzsteuergerät auswählen können. Das wäre kein Problem. Und jetzt sehen wir auch hier, dass wir schon einen Fehler im Motorsteuergerät gefunden haben. Das Getriebesteuermodul ist nicht ausgerüstet, weil das Fahrzeug mit einem Schaltgetriebe und nicht mit einem Automatikgetriebe ausgestattet ist. Und der Vorgang dauert jetzt, wie gesagt, einen kleinen Moment.
Hier können wir jetzt unseren Diagnosebericht sehen. Da sehen wir dann die ganzen Fehler, die in den Steuergeräten hinterlegt sind, und sehen natürlich auch alle Fehler, alle Steuergeräte, die keinen Fehler hinterlegt haben. Und hier haben wir zum Beispiel einen Fehler mit dem Magnetschalter, der Abgasklappe und verschiedene Fehler in der Zentralkarosserieelektronik. Kann bei so einem alten Auto schon mal vorkommen. Und außerdem haben wir dann hier Steuergeräte, die ohne Fehler sind. Diesen Bericht können wir uns natürlich jetzt auch wieder abspeichern im Gerät und den dann auch jederzeit wieder aufrufen. So sieht das Ganze dann aus. Den speichere ich jetzt einmal. Und im nächsten Schritt zeige ich euch dann mal, wie wir in das Motorsteuergerät gehen. Da drücken wir hier immer auf Fortfahren. Und hier können wir halt wieder Fehlercodes auslesen, den Fehlerspeicher löschen. Fehlercode war, wie gesagt, der Magnetschalter der Abgasklappe hinterlegt. Und außerdem können wir uns verschiedene Datenströme wieder anzeigen lassen, zum Beispiel Ansauglufttemperatur, das Drosselklappenpotentiometer. Wenn wir hier einen Fehler mit dem Drosselklappenpotentiometer haben, können wir schauen, ob das vernünftig arbeitet. Außerdem haben wir hier auch wieder die Kühlmitteltemperatur, den Luftmassenmesser, die Motordrehzahl etc. Also hier haben wir schon relativ viele Parameter für so ein altes Fahrzeug. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel als nächster Schritt, können wir auch in das ABS-Steuergerät gehen. Da kommt es schon mal vor, dass wir Probleme mit den Raddrehzahlsensoren haben. Und die können wir uns natürlich auch anzeigen lassen. Das heißt, wir gehen hier auf den Datenstrom und können uns alle einzelnen Raddrehzahlsensoren anschauen. Die wähle ich jetzt mal aus. Und hier sehen wir jetzt, wie gesagt, jeden einzelnen Raddrehzahlsensor mit der Geschwindigkeit. Das heißt, wir könnten jetzt auf die Ruhefahrt gehen, könnten die Motorhaube zumachen, das Bluetooth wie sie einen Motorraum lassen, vielleicht noch mit dem Kabelbinder befestigen. Und dann könnten wir auf Probefahrt gehen und könnten uns jeden einzelnen Raddrehzahlsensor aufzeichnen und schauen und die miteinander vergleichen, ob da ein Fehler mit einem vielleicht vorliegt. Ja, wie ihr jetzt sehen konntet, habt ihr hier Zugriff auf alle verbauten Steuergeräte im BMW E36 und könnt euch viele verschiedene Parameter anschauen, die euch natürlich bei der Diagnose helfen, wie die Raddrehzahlsensoren, wie die Ansauglufttemperatur oder den Luftmassenmesser. Und das rundet natürlich dieses ganze Diagnosegerät nochmal ab. Wir können auch alte Fahrzeuge auslesen. Das ist jetzt ein BMW von 1996. Das geht sogar runter bis zum BMW E30, bis zu den letzten Modellen. Alle, die diesen 20-Pol-OBD-Stecker haben. Und das rundet halt einfach nochmal dieses Diagnosegerät ab. Das heißt, ihr könnt neue Fahrzeuge, aber auch ältere Fahrzeuge mit OBD1 auslesen. Auch die alten BMWs hatten zum Beispiel in der Instrumententafel schon eine LED-Anzeige, die uns mitgeteilt hat, wann wir die Wartung durchführen müssen. Und die können wir natürlich auch mit dem Diagnosegerät zurücksetzen, mit der Servicefunktion Ölservice Reset. Werde ich euch jetzt aber in diesem Fall nicht zeigen, weil wir bei dem BMW keinen Service durchgeführt haben und das jetzt an dem Punkt einfach nicht richtig wäre. Aber auch, wie gesagt, bei älteren Fahrzeugen könnt ihr auch verschiedene Servicefunktionen ausführen, was auch für den einen oder anderen sehr interessant sein kann. Das war jetzt nochmal ein kurzer Einstieg und ein Überblick über die OBD1-Diagnose. Wie kann ich das Fahrzeug überhaupt mit OBD1 verbinden? Wo finde ich den Stecker? Wie schließe ich das Adapterkabel mit dem OBD1-Adapter an? Und wie diagnostiziere ich so ein altes Fahrzeug?